Eine Woche ist der Brexit nun her. Was ist derweil passiert? Das fassen wir mal hier zusammen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Dercho TV Thema am heutigen Donnerstag. Ja, eine Woche ist der Brexit schon her und natürlich stellt sich die Frage, was ist in der Weile jetzt so passiert? Ist Großbritannien denn schon aus der EU ausgetreten? Naja, nicht ganz. Erst letzte Woche, wie schon gesagt, wir haben ja darüber berichtet. Schaut euch mal das Thema von letzter Woche an mit unserem Gast Marvin, der ja auch demnächst auch wieder öfters hier dabei sein wird. Haben wir natürlich über den Brexit geredet, über die Auswirkungen dieses Brexits, über einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Und wir haben ja in unserer Spezialsendung, die zugunsten von Update-Politik ja ausgefallen, natürlich reingesetzt wurde, natürlich auch darüber geredet, was nun auch da passiert ist. Nun ist eine Woche geradewegs vergangen und wir können natürlich so ungefähr sagen, was passiert ist. Klar ist, die Briten haben mit 52, fast 52%, besser gesagt 51,9%, ja den Austritt aus der Europäischen Union, für den Austritt aus der Europäischen Union gewählt, gewünscht, kann man ja quasi auch sagen. Und ja, was passiert nun oder was ist passiert? Ganz einfach, das Wichtigste, was Großbritannien jetzt machen muss, ist ja natürlich geradewegs zu sagen, nach Artikel 50 des EU-Vertrages, dass natürlich der Austrittsantrag nach Brüssel kommen muss. So, natürlich ist am selben Tag bzw. an dem Freitag, also knapp vor einer Woche, natürlich als das Ergebnis rauskam, David Cameron offiziell, inoffiziell als Regierungschef Großbritanniens ja zurückgetreten als Premierminister und will ja seinem Nachfolger die Amtsgeschäfte natürlich in die Hand geben, so auch natürlich den Austritt Großbritanniens aus der EU. Denn Cameron selbst war ja eigentlich für einen Verbleib und will ja natürlich jetzt das, was er ja nicht machen will, also sprich den Austritt aus Großbritannien aus der EU natürlich führen, nicht führen wollen. Das ist natürlich unter anderem eine Sache, aber man muss natürlich auch so sehen, dass viel auch passiert ist. Cameron ist zurückgetreten. Im Herbst soll ein Nachfolger passieren. Gibt es jetzt Neuwahlen oder so? Es wird jetzt wahrscheinlich, so wie ich es jetzt so oberflächlich mitbekommen habe, wird es einfach einen neuen irgendjemand aus der konservativen Partei machen. Großer Favorit ist Boris Johnson, der natürlich groß protestiert hat, wir sollen aus der EU raus. Natürlich auch andere wie George Osborne, der Schatzkanzler, aber auch, ich glaube, die britische Außenministerin oder Innenministerin war das jetzt, ich weiß es gar nicht mehr, sollen natürlich auch aus der EU, beziehungsweise nicht aus der EU austreten, sondern natürlich die Regierungsgeschäfte dahin führen. Es könnte natürlich auch passieren, dass man dann natürlich sagt, okay, dann sind für den Mai, im Mai 2017 halt Neuwahlen geplant, dass dann halt nochmal, sagen wir mal, das so gemacht wird. Weil es gab es ja schon mal, dass ja quasi geradewegs ja in der Partei halt ein neuer Partei, also ein neuer dann halt Ministerpräsident wurde, beziehungsweise Premierminister, ist ja beispielsweise passiert, als 2007 Tony Blair ja zurückgetreten ist, beziehungsweise sich seinen Rückzug angekündigt hat und Gordon Brown dann Premierminister und Labour-Chef wurde. Dabei gab es aber auch natürlich nicht politische Reaktionen, sondern auch Reaktionen auf dem Markt, denn auch die Börsen haben reagiert und haben natürlich deutlich kollabiert, sagen wir es mal so. Der britische Pfund und der Euro haben nach dem Referendum gegenüber dem Dollar bis zu 11% verloren. Der Pfund war ja so niedrig wie seit 1985 nicht mehr. Ne? Also in Großbritannien ist alles billig geworden, kann man so quasi sagen, von heute auf morgen. Der Euro natürlich auch, 3,5% bzw. 11% schwächer. Dollar, Yen und der Schweizer Franken sowie auch das verzeichnete Gold haben Zugewinne bekommen. Die Aktienindizes sind auch sehr gefallen, so unter anderem natürlich der DAX, der ist am Freitagmorgen 10% gefallen. 1000 Punkte hat er verloren und natürlich baut er sich jetzt auch langsam wieder auf und das muss man natürlich auch so sehen. Tokio schloss mit minus 8% ab, New York sogar nur mit 2% und der wichtigste Index in London, der verlor nur 5%. Die Aktienmärkte erholten sich aber weitgehend natürlich bis zum heutigen Tag natürlich. Ein paar Plusprozente sind natürlich auch wieder drin, so kann man das sagen. Schlimmer ist es aber natürlich, wenn es um Kreditwürdigkeiten geht, um Kredite, die das Land natürlich braucht. Zwei großbekannte
Ratingagenturen haben nämlich Großbritannien herabgestuft. So wurde in dieser Woche von Standard & Poor's Großbritannien von 3A auf 2A, also AAA auf AA gestuft. Hat nichts mit Kacke zu tun, kann ich jetzt schon mal sagen, für die, die keine Ahnung davon haben. Fitch hat unter anderem auch die Einstufung von AA auf A, also von AA Plus auf AA gesetzt, ne? Also auch geradewegs nicht gut. Und die beiden Agenturen haben auch den Ausblick für Großbritannien auf negativ gesetzt. Moody's hatte bereits schon am 24. Juni, also vor 6 Tagen, kann man schon sagen, also vor einer Woche, als das Referendum, das Ergebnis da war, natürlich dann den Ausblick von stabil auf negativ gesetzt. Doch was passiert nun geradewegs in Großbritannien? Was ist in dieser einen Woche passiert, wo man eigentlich sagen kann, okay, es ist viel, viel Negatives passiert. Man muss natürlich so sagen, vorwiegend haben natürlich England und Wales für den Austritt gestimmt. Schottland und Nordirland haben natürlich gesagt, hey, die EU ist super, wir wollen dort bleiben. Und einerseits natürlich, wie schon gesagt, ist natürlich der Rücktritt Camerons jetzt, sagen wir mal, auch ein schwerer Weg gewesen für Großbritannien selbst. Aber für Schottland und Nordirland kann es was Besonderes bedeuten. Schottland will natürlich jetzt es wieder wagen. Große Demonstrationen gab es am Wochenende darauf. Und nun wollen sie natürlich, wie schon gesagt, die Mehrheit der Schotten will von einem Brexit nichts wissen. Und nun wollen sie natürlich einfach sagen, hey, wir wollen ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Das wird kommen und es wird auch natürlich kommen. 2014 gab es ja schon mal so ein Unabhängigkeitsreferendum, was natürlich dann am Ende hieß, wir bleiben in Großbritannien, wir bleiben im Vereinigten Königreich und das ist natürlich dann auch geradewegs vorbei gewesen. Dann gab es die Parlamentswahlen in Großbritannien letztes Jahr im Juni. Dort hat die SNP, die Scottish National Party, die nationale schottische Partei, die auch sehr eurofreundlich ist, natürlich viele Sitze dazu gewonnen. Labour und natürlich die Liberaldemokraten mussten Verluste einnehmen. Es gab natürlich Rücktritte und die SNP flog natürlich hoch hinaus. Nun ist die SNP bzw. deren Chefin Nicola Sturgeon, man könnte auch sagen die schottische Angela Merkel, natürlich sehr darauf gespannt gewesen, wie das Referendum ausgehen würde. Man hat es mitgekriegt, das Referendum ist gegen die EU ausgegangen und nun will man aber in der EU bleiben. Konsequenz, das Vereinigte Königreich wird auseinanderbrechen, egal was passiert. Es wird nicht gut aussehen, so kann man das natürlich sehen. Und auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, okay, 2014 hat es ja nicht so gut geklappt, das wird jetzt ganz anders aussehen. Und deswegen hat ja natürlich Nicola Sturgeon ja dann auch gesagt, wir werden natürlich ein zweites Referendum starten. Wann es genau sein wird, ist auch unbekannt. Aber es steht fest, vor 5 Tagen hat man es beschlossen und somit wird man das auch wieder natürlich setzen. Vielleicht sogar auch noch in den nächsten Jahren, muss man natürlich sagen, in den nächsten 2 Jahren. Solange soll ja natürlich dann auch die Vertragsauflösungen natürlich, beziehungsweise halt die Austrittsverhandlungen natürlich stattfinden. Die könnten auch verlängert werden, können aber auch ohne Ergebnis einfach nach 2 Jahren bedeuten, tja, wir haben nichts erreicht, tschüss. Ja, wir lassen uns scheiden. So ungefähr kann das natürlich auch passieren. Natürlich denken auch andere Länder darüber nach, vom Vereinigten Königreich. Gibraltar zum Beispiel. Gibraltar hat sich mit fast 100%, ich glaube irgendwie über 90%, für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Das Ergebnis ist natürlich jetzt, ja, Gibraltar muss aus der EU austreten. Für Gibraltar selbst, ein Land, was glaube ich unten da bei Spanien, irgendwie Portugal so ein Zipfel ist, wo wir auch mal in Sachen Fußball ja EM-Qualifikation gespielt haben, natürlich auch geradewegs nicht viel ist. Nun hat Spanien gesagt, wir erneuern unsere Ansprüche auf dieses Land. Hierfür würde auch natürlich eine gemeinsame Verwaltung für eine Übergangszeit vorgeschlagen, bevor es dann heißt, jetzt ist alles hier Spanisch, es wird Spanisch gesprochen und was weiß ich nicht alles. Nordirland könnte sogar hingegen sich wieder mit Irland vereinen. Ja, das ist mal was, ne? Nordirland und Irland wieder vereint. Denn die irisch-republikanische Partei Sinn Féin sieht nämlich den Moment gekommen, nun auch wieder diese Vereinigung durchzuführen und damit dann auch weiterhin Mitglied in der EU zu bleiben. So fordert auch deshalb die Abhaltung so eines sogenannten Karfreitagsabkommens, nämlich den vorgesehenen Wiedereinigungsreferendum. Sprich, die Iren und Nordiren können entscheiden, ob wirklich beide Länder in ein neues Irland vereint werden.
würde dann natürlich auch heißen, Nordirland würde dann natürlich ja komplett dann verschwinden. Oder es bleibt dabei, dass Nordirland dann halt natürlich sagt, okay, wir müssen unabhängig werden und dann es halt wie Schottland machen. So kann man das natürlich auch machen. Das wäre es natürlich. Konsequenzen sind natürlich auch in der EU geflossen. So hat beispielsweise der EU-Kommissar für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion, nämlich der Lord Jonathan Hill, ich will Jonathan sagen, aber es heißt Jonathan, Jonathan Hill am Tag der Bekanntgabe seinen Rücktritt erklärt. Also er war ja der britische EU-Finanzkommissar, hat nun gesagt, ich bin enttäuscht, ich habe ein anderes Ergebnis halt erwartet, ich trete zurück. Einen geordneten Übergang innerhalb der Kommission will nun Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, natürlich erarbeiten und nannte Vladis Drombovskis zu seinem Nachfolger nach dessen Rücktritt, also nach Hills Rücktritt. Dabei gab es Anfang dieser Woche auch schon die ersten EU-Gipfel. So gab es natürlich, so muss man das auch natürlich sagen, den ersten Gipfel nach dem Brexit. Und es wurde natürlich auch sehr viel gesprochen. Wer sich da natürlich als Sieger gesehen hat, ist natürlich klar Nigel Farage von der UKIP, der rechtspopulistischen UKIP Independence Party, UK Independence Party, also United Kingdom Independence Party, so heißt sie. Und hat ja natürlich davon gesprochen, dass der 24. Juni ein Nationalfeiertag werden will, weil er hat ja immer wieder gesagt, dies ist die Unabhängigkeit von Großbritannien geworden. Man muss natürlich so sehen, wenn man genau weiß, wie die EU funktioniert und nicht auch einmal draufdrischt, weil das viel Bürokratie ist und dass da Geld reingeschlungen wird, ist klar, ist in jeder Demokratie so, auch hier in Deutschland wird sehr viel Geld für Bürokratie reingeschmissen. Sollte ich mich irren, schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ihr Rechtspopulisten, akzeptiere ich das nicht. Ganz einfach. Aber man muss natürlich auch so sehen, dass Großbritannien auch innerhalb der EU unabhängig geblieben ist, ne? Die Briten haben beim Euro nicht mitgemacht. Die haben, glaube ich, auch nicht beim Schengen-Abkommen mitgemacht. Also beim Euro mitgemacht haben, steht ja sowieso fest. Sonst hätten sie ja ihr Pfund nicht mehr und hätten natürlich noch größere Probleme als natürlich jetzt mit dem Euro, ohne den Euro. Mit dem Euro, je nachdem. Und er hat sich natürlich dort als großer, sagen wir mal, als großer Sieger sich natürlich präsentiert, ist natürlich klar. Und es ist natürlich auch so, dass man jetzt selbstverständlich einen Nachfolger, dass man natürlich auf den Nachfolger warten will. Auch in Deutschland natürlich ging die Angst ja um den Brexit rum. Das ist auch natürlich, die deutsche Wirtschaft wird natürlich schrumpfen. Wer weiß, wie es passieren wird. Und da hat Bundeskanzlerin Merkel ja am Dienstag, glaube ich, im Bundestag natürlich eine Regierungserklärung abgehalten, hat unter anderem, dass es keine Rosinenpickerei geben wird. Sprich, dass man unter anderem sagen wird, okay, ihr könnt das behalten, das behalten. Wir lassen das dann einfach so, aber der Rest muss weg. Das wird nicht so sein. Out is out. So hat man das auch vor dem Referendum gesagt. Und das wird für Großbritannien keine Extrawurst sein, ne? Also nicht, dass dann irgendwie EU-Staaten nachahmen wollen. Das natürlich auch noch geradewegs passieren mag, denn Marine Le Pen, die Rechtspopulistin der Front National in Frankreich, und Geert Wilders, der Rechtspopulist der Partei für die Freiheit, die PVV in den Niederlanden, wollen auch ein Referendum starten, um aus dem Land auszutreten. Für die wird es aus der EU auszutreten. Ja, aus ihrem Land können sie so austreten, indem sie einfach ihre Koffer packen und gehen. Aber ich meinte die EU. Ne? Also, dass ihre Länder, wo sie leben, aus der EU austreten. Natürlich hat Wilders direkt eine Klatsche bekommen, nach neuesten Berichtungen, also was ich da so bei der NOS gelesen habe, dass Wilders natürlich kein Referendum aktuell stattfinden wird. Es wird aber natürlich nur auf Dauer sein, denn nach den neuesten Umfragen wahrscheinlich wird es so sein, wir werden uns da wahrscheinlich eher mehr auch im nächsten Jahr darum kümmern, denn es wird ja auch 2017 ein super Wahljahr sein. Wahlen in den Niederlanden, Wa Präsidentenwahlen in Frankreich, Bundestagswahl auch noch in Deutschland, also vier große Wahlen. Natürlich die größte steht ja jetzt auch noch im Herbst an, die US-Präsidentschaftswahl. Das ist aber eine andere, die hat nichts mit der EU zu tun. Und damit kommen wir wieder zurück zur EU. Und da gab es natürlich dann auch natürlich was man eigentlich natürlich bei der EU kennt, kein Ergebnis, wie es dann natürlich weitergehen wird. Cameron, der natürlich auch noch da war, hat gesagt, das ganze Gezedere mit dem Brexit wird mein Nachfolger machen, wenn er im Oktober gewählt ist. Es wurde sogar schon September gesagt. Nur die Frage steht noch aus, wer wird das machen? Johnson selbst natürlich, der hat alles wieder zurückgerudert. Das ist natürlich klar.
Und er hat natürlich gesagt, wir sind ja Europäer weiterhin, das Land bricht jetzt nicht irgendwie auseinander und schwimmt irgendwie nach, was weiß ich, Turkmenistan oder so. Und das wird natürlich auch nicht so sein. Jean-Claude Juncker, der EU-Parlamentspräsident, äußerte sich in seiner Ansprache vor dem Europäischen Parlament ebenfalls so wie die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung, dankte Cameron für die erworbenen Verdienste in der Europäischen Union oder auch für die EU und griff auch Nigel Farage an, einen prominenten Vertreter ja der Leave-Kampagne, neben Johnson natürlich, also neben der Konservativen, wo es natürlich auch sehr viel drumrum gab, dass natürlich in der Konservativen sich viele uneinig waren. Ich habe es euch letzte Woche ja im Thema gezeigt. Die Konservativen waren ja sowohl als auch für, also sowohl für den Austritt als auch ein für den Verbleib in der EU. Und wenn man weiter tief in die Materie geht, weiß man auch, dass unter anderem David Cameron am Anfang, als er ja an die Macht kam, vor mehr als 5 Jahren, dass er natürlich auch viel auf die EU draufgehauen hat. Und das hat ja auch seine Vorgängerin Margaret Thatcher gemacht, wo man ja den berühmten Britenrabatt ja bekommen hat. Es ist natürlich auch sehr, sehr viel danach passiert. Unter anderem natürlich einen weiteren EU-Gipfel, wo es aber natürlich keine Ergebnisse gab und wo man natürlich dann die Beschlüsse bis zum September natürlich, wenn Camerons Nachfolger da sein wird, natürlich dann beraten wird. Und die 27 nun verbliebenen EU-Mitgliedsländer haben gesagt, wir wollen in der EU bleiben, wir wollen ein vereintes Europa und wir werden auch die EU reformieren. Wie es in Großbritannien nun in der Parteienlandschaft aussieht, sieht man auch geradewegs ungerne. Denn einerseits natürlich Labour zerfleischt sich geradewegs, weil Jeremy Corbyn, der linke Labour-Chef, der ja sehr links ist, nicht so viel getan hat wie die anderen Labour-Mitglieder, also Labour-Parte, also Parteimitglieder der Labour, so heißt es, natürlich so viel getan haben, um natürlich im Parlament zu, also im Land, in der EU zu bleiben. Was laber ich manchmal für einen Mist? Ich drehe alles manchmal durcheinander, aber was soll's. Naja, und nun droht Corbyn der Sturz, der natürlich zum Teil, glaube ich, ich habe da jetzt auch vergessen, wie es da abläuft, nicht so viel sich natürlich ändern wird. Aber es kann natürlich Folgendes sein. Diese Volksabstimmung, die letzte Woche Donnerstag stattfand, ist eigentlich so gesehen, theoretisch gesehen, auch nicht rechtlich also gebunden. Man kann natürlich sagen, okay, ihr wollt den Austritt, wir aber nicht. Ihr habt aber uns gewählt im Parlament, also sagen wir nö. Könnte natürlich dann dazu führen, dass die Rechtspopulisten sagen, wir mal auf die Barrikaden gehen, Farage einen roten Kopf kriegt und vielleicht sogar explodiert. Aber was wohl unwahrscheinlich ist. Aber es gibt wirklich Szenarien. Ich habe es mir mal rausgesucht, was passieren könnte. Was passieren könnte natürlich, wo natürlich unter anderem sagen wir mal, nennen wir das mal einfach mal, was passieren könnte, wenn Großbritannien sagt, wir halten uns einfach nicht dran, das Referendum, nee, ist nicht möglich. Es gibt 5 Szenarien, die habe ich gefunden, hier auf Welt unter anderem, das zeige ich mal kurz, es ist auch unten in der Videobeschreibung zu finden, dass unter anderem es 5 Szenarien gibt, wie Großbritannien unter anderem in der EU bleiben kann, wenn es doch so schwer sein sollte, sagen wir mal, so Ausstiegsverhandlungen natürlich zu machen. Die erste Möglichkeit natürlich, so heißt es hier, bedeutet eine Mitgliedschaft leid und nochmal ein Referendum starten. Ob es dann natürlich dasselbe Ergebnis ist, wird man natürlich nicht wissen. Und so kann natürlich auch, weil die Briten natürlich unter anderem sagen wollen, okay, die EU-Ausländer sollen nicht sofort unsere Sozialleistungen kriegen und so weiter. Und soll erstmal einen Job haben in Großbritannien, dann darf er natürlich auch nach ein paar Jährchen, wenn er gearbeitet hat, das Ganze machen. Und unter anderem ist natürlich auch so, dass man auch sagen könnte, okay, es ist natürlich geradewegs nicht gut, aber es ist halt ein bisschen risikolastig, wenn man natürlich sagen wird, okay, ihr kriegt die Mitgliedschaft leid, ihr dürft nicht alles, ihr kriegt halt, ihr müsst auch nicht so viel zahlen, aber macht dafür ein zweites Referendum. Ich glaube, da wäre dann natürlich nicht viel passiert. Zweite Möglichkeit wäre natürlich, das Parlament würde sagen, okay, wir akzeptieren das Ergebnis nicht. Punkt.
Ja, 70% der 650 britischen Abgeordneten nämlich wollen EU-Mitglied bleiben und sie müssen ihr grünes Licht für den Trennungsprozess geben. Einige Juristen sind sogar auch der Meinung, dass der nächste Premier vom Scheidungsartikel, so lese ich hier gerade ab, ohne Plazet des Parlaments gar keinen Gebrauch machen darf. Also ganz im Sinne des Unterhauses, dass der Trennungsprozess jetzt langsam vonstatten geht und den Brexit-Wählern so die Folge ihres Tuns dämmern. Und natürlich können die auch geradewegs es einfach auch nicht so richtig ignorieren. Andererseits, 25% der Bevölkerung haben ja für den Austritt gestimmt. Die Abgeordneten können also zu Recht sich fragen, ob der niedrige Zustimmung überhaupt abgesegnet werden soll. Zumal ja auch mehr die Älteren, so muss man das ja auch nochmal sagen, hier auch noch wirklich betonen, die Älteren, mehr die älteren Leute ab 65 plus haben für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Jüngeren hingegen haben gesagt, mit der EU habe ich eine gute Zukunft. Ja, damit könnte man eigentlich jetzt kritisch natürlich sagen, der alte Sack hat meine Zukunft kaputt gemacht, ne? Obwohl ja die Alten immer wieder gesagt haben, macht nie so einen Fehler wie wir damals. Ja, wenn ich jetzt satirisch rüberkommen würde, ich hätte einen Satz natürlich dazu. Es wäre natürlich ein Risiko, wenn es heißen würde, ja, das Parlament würde das stoppen, aber man würde dann natürlich auch dann geradewegs den Bürger deutlich verarschen und sie wären natürlich noch weiter enttäuscht und würden dann natürlich dazu führen, dass es zu Protestwahlen kommt, weil geradewegs auch, man hat auch das Gefühl gehabt, dieses Referendum wäre eine Protestwahl gewesen. Ja. Man sollte solche Volksabstimmungen, sage ich jetzt mal, ernst nehmen und nicht als Spaß. Denn manche sagen auch immer wieder, eine Wahl ist wie ein IQ-Test. Ne? Gewinnen die, die eigentlich nicht so viel Ahnung haben, hat der Wähler nicht bestanden. Ne? Aber meiner Meinung nach könnte man auch sagen, wer sowas wählt, der hat eigentlich auch nicht die Befugnis dazu. Ist jetzt wieder mal so eine Sache, wo man sagen kann, wagst du es, sowas zu sagen, ich bring dich um, Junge. Nee, es ist einfach nur so. Wer natürlich wirklich sagen will, okay, ich will aus der EU raus, der Tipp stimmt natürlich dafür. Aber dann natürlich zu sagen, ich verpasse der Regierung jetzt eins, weil mir ihre Politik nicht gefällt, dann könnt ihr gleich einfach nur Folgendes mit eurem Wahlzettel machen, was ich jetzt mit diesem Papier hier mache. Ein X. Dann ist dieser Wahlzettel ungültig. Und ihr habt gesagt, ja, ich habe der Regierung eins aufs Maul gehauen. Aber nicht gleich direkt dafür stimmen, irgendwie Protest wählen. Das ist Protest wählen. Also einen Wahlzettel ungültig machen, auf Deutsch gesehen. Aber naja, verstehen ja einige nicht. Deswegen, es ist manchmal wirklich wie ein IQ-Test. Das dritte Szenario wäre natürlich Schottland. Jetzt fragt man sich, wieso Schottland? Ganz einfach, Wales, Nordirland und Schottland müssten auch grünes Licht, müssen grünes Licht für den EU-Ausstieg geben. Das, was aber die Schotten nicht tun würden. Wie schon gesagt, 60% der Schotten wollen in der EU bleiben. So kam das natürlich raus. Und auch die Nordiren wollen natürlich in der EU bleiben. Wales und England haben halt dagegen gestimmt. Also eigentlich ist es hier ein Patt. Es sind ja vier, sagen wir mal, Länder in diesem Vereinigten Königreich: Nordirland, Schottland, England, Wales. Die haben aber geradewegs, man könnte sagen, ein Patt. Ne? Jetzt könnte man sagen, okay. Die mit den meisten Bevölkerungen die gewinnen, ne, oder so, könnte man natürlich auch sagen. Aber es streiten auch natürlich Verfassungsrechtler darüber, ob Schottland überhaupt ein Veto hat. Obwohl man sagen kann, nein, wir wollen nicht austreten. So ungefähr denkt man dann natürlich, ob Schottland dies hat oder nicht. Es könnte natürlich zu einem Konflikt kommen zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland, dass da wirklich dann generell ohne einen EU-Austritt das Vereinigte Königreich auseinanderbricht und dass es natürlich dann dazu kommt, dass Schottland wirklich dann natürlich ein Unabhängigkeitsreferendum, was sowieso jetzt passieren wird, dann natürlich rausbringt. Szenario 4, das ist meiner Meinung nach auch generell eh ein unwahrscheinliches Szenario, wenn es Neuwahlen geben würde und Labour auf einmal gewinnen würde. Ja, man hat ja gesehen, 2015 bei der Wahl hat Labour ordentlich Verluste hinnehmen müssen, am meisten in Schottland, wo ja die SNP, die schottische Nationalpartei, natürlich die meisten Sitze bekommen hat. Das müsste natürlich passieren. Jeremy Corbyn, der ja nach der Meinung der Labour-Mitglieder zu wenig für einen Verbleib in der EU getan hat, ist natürlich
so halt könnte natürlich halt auch gewinnen, aber Labour hat zu wenig Stimmen und liegt auch in den Umfragen weit hinten. Und am Dienstag gab es ja ein Misstrauensvotum gegen Labour-Chef Corbyn, was aber wo sie sich aber gebeugt haben, seine Gegner könnten eine Urwahl somit aber auch erzwingen. Sprich, dass es natürlich einen neuen Labour-Chef noch in diesem Jahr geben wird, nur 2 Jahre nach seinem Antritt. 2 Jahre, einem Jahr, Entschuldigung. Spätestens 2017, wie ich ja natürlich gesagt habe, könnte es auch zu Neuwahlen kommen, könnte aber natürlich dann Labour unter anderem einen proeuropäischen Kandidaten hinstellen und dann auf einmal großartig gewinnen. 326 Sitze braucht man ja im Parlament aktuell, wenn es nicht zu einem Zusammenbruch des Vereinigten Königreichs kommt. Aber es ist wirklich nach dieser Einschätzung viel zu gering, dass überhaupt Labour auf einmal irgendwie alles gewinnen könnte. Und auf einmal was passieren könnte. Ja. Oder Szenario 5, jetzt direkt sofort, man sagt, in einem Monat wieder ein Referendum. Wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Aber es gab natürlich so eine Petition, die im Internet natürlich kursierte, natürlich offiziell irgendwie vom House of Parliament, dass da schon 4 Millionen britische Bürger eine Petition unterschrieben haben online, um eine erneute Abstimmung zu fordern, ein Referendum in London. Und Dienstagabend haben auch wieder Tausende natürlich dafür protestiert. Das Problem war halt natürlich, es haben auch viele außerhalb Großbritanniens, also nicht britische Bürger, auch natürlich dieses Papier bzw. diese Petition auch unterschrieben. Ich nicht, ich habe es nicht gemacht. Ich bin kein Bürger des Vereinigten Königreichs, also mache ich das nicht. Und auch London hat ja generell sehr für einen Verbleib in der EU natürlich gestimmt. Hier gab es auch vom neuen Londoner Bürgermeister, beziehungsweise die Bürger von London haben den Londoner Bürgermeister dazu aufgefordert, dass London unabhängig wird von Großbritannien und von England und dass man in der EU bleibt. Man ist ja auch so eine große, sagen wir mal, eine große Metropole, Wirtschaftsmetropole. Und da drohen natürlich auch jetzt Verlust von Arbeitsplätzen. Und das ist geradewegs auch nicht für den Finanzstandort London eine tolle Sache, muss man halt so sehen, ja. Es ist ein großes Spektakel und wir werden natürlich auch bei Update Politik, was es morgen jetzt wieder geben wird, hier berichten. Mal gucken, ob es dann auch jetzt in den nächsten 24 Stunden generell ich nenne es mal, neueste Information geben wird. Nach den Infos ja natürlich aus Brüssel wird natürlich solche Beschlüsse, die natürlich jetzt gefasst wurden, um natürlich den Ausschlussverfahren, also Austrittsverhandlungen natürlich zu starten, ja erst im Herbst beginnen, so kann man das sehen. Sonst generell wird es natürlich sich auch die Frage stellen, wann wird es das schottische Unabhängigkeitsreferendum geben? Wann werden Irland und Nordirland versuchen, ich nenne es jetzt mal, Fusionsverhandlungen zu führen, also sprich ein Beitritt Nordirlands an Irland. Das Ganze steht natürlich noch in den Sternen, aber es steht auch natürlich auch noch aus, ob die Briten wirklich überhaupt noch aus der EU austreten wollen. Für mich sieht das eher so aus, oh, es hat funktioniert, was machen wir jetzt? So ungefähr, wir laufen jetzt davon und es kann was weiß ich was passieren. Dazu gibt es natürlich unsere Internetseite www.derechotv.de, aber wie auch schon gesagt, es gibt auch Update Politik jeden Freitag hier auf YouTube selbstverständlich und natürlich auch auf unserem YouTube-Channel. Da möchte ich euch gerne darauf hinweisen. Damit sind wir auch am Ende. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich das alles irgendwie so schnell durchkriege in knapp 30 Minuten. In letzter Zeit sind ja auch viele Formate bis zu 30 Minuten gegangen. Das ist ja auch immer wieder mein Ziel, auch wenn ich zu viel labere und ihr dann natürlich sagt, ja, es ist zu viel Gelabere, Junge, hör auf, aber irgendwie kann ich das anders sonst halt nicht natürlich bringen. Bildlich und grafisch muss man das natürlich auch geradewegs nicht so zeigen, aber wie schon gesagt, es ist immer wieder ein Versuch, muss man halt sagen. Ja. So viel dann auch für Thema von heute. Natürlich gibt es nächste Woche auch wieder eine Themaausgabe, selbstverständlich. Dann wahrscheinlich, wenn Deutschland ins Halbfinale kommt, aber ich weiß es nicht. Nee. Also es wird nächste Woche definitiv dann auch noch ja, wie schon gesagt, wie schon gesagt, ja, eine Ausgabe geben, was natürlich dann dabei rauskommen wird. Das werden wir noch sehen. Das ist ja dann meistens immer am Aufzeichnungstag geplant. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst ruhig gerne ein Abo, wenn ihr mehr News und Videos sehen wollt hier auf Dercho TV. Morgen gibt es dann natürlich Update Politik, wie schon erwähnt, weil ja, die Spezialausgabe gab es ja gestern. Derweil bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin.